alone, I feel sleeping off the party. La la oh 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 oh, la 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 oh 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 oh, la 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 oh 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 oh, la la. Hallo ihr Lieben, wie ihr schon gemerkt habt, ich bin wieder im Garten, gerade leicht aus der Puste, weil ich hier im Gewächshaus für Ordnung gesorgt habe. Ich habe erstmal gedüngt ein bisschen, gegossen, Unkraut gezupft und dann die schon etwas größere Pflanzen, Tomaten und Gurken angebunden, damit was wird. Und ich sehe gerade, ich glaube, ich kann bald schon die erste Gurke ernten. Ja, aber das ist auch das einzig Erfreuliche gerade hier. Denn nachdem wir jetzt hier mehrere Wochen lang richtig kaltes, ekliges, nasses Wetter hatten, ist natürlich außerhalb von Gewächshaus nicht ganz so viel passiert. Also hier in den Beeten sieht man kaum, dass was kommt. Und meine Kürbisse und Zucchini, die haben richtig gelitten. Ich hoffe, die berappeln sich wieder. Denn das wäre nämlich richtig schlecht, wenn ich dieses Jahr nichts ernten könnte oder mir jetzt neue Pflanzen kaufen müsste. Aber ich zeige euch einfach mal, wie es hier gerade aussieht. Wenn ihr Lust habt, dann bleibt dabei und viel Spaß. Ja, und wir fangen, glaube ich, gleich hier an, wo wir letztes Mal was ausgesät haben. Und hier sollte Mais kommen. Okay, ich sehe vielleicht die allerersten, aber auch nicht wirklich, dass da irgendwas kommt. Bei den Erbsen sieht es ein bisschen anders aus. Da kommen tatsächlich endlich mal die ersten Erbsen raus. Da hinten sind auch noch welche und in der zweiten Reihe, da sieht man auch zum Beispiel hier, da sind welche. Aber es ist wirklich ganz, ganz, ganz sparsam. Bohnen sehe ich gar nichts. Da ist nichts. Also da kommt noch gar nichts. Was ein bisschen auch mich erfreut, ist rote Beete. Hier, guckt euch das an. Das ist rote Beete. Und die kommt tatsächlich langsam raus. Und in dieser Reihe bei Mais sind auch so ein paar vereinzelte Maispflänzchen rausgekommen. Ja, heute ist ein wunderschöner Tag, da läuft eine mit Tasse Tee rum. Ja, und jetzt noch das richtig Traurige hier, das sind meine Kürbisse und Zucchini und Melonen. Ja, ich hoffe, dass das wenigstens aus den Kürbissen und Zucchini noch was wird. Ne, die sehen aber ziemlich mitgenommen aus. Und hier sollte eigentlich, ja, das sollte eigentlich eine Melone sein. Und von dem vielen Regen und der Kälte ist das Ding eingegangen. Das sollte auch eine Melone sein. Ich weiß es nicht. Okay, diese könnte vielleicht noch was werden, wenn es jetzt tatsächlich ein paar Tage warm bleibt. Die Kürbisse und da hinten die Zucchini, das könnte vielleicht was werden. Ja gut, was mich so freut, aber ich weiß nicht, mir wurde gesagt, ja, schmeiß ein Netz drüber, sonst fressen die Vögel das alles weg. Wie soll ich bitte auf so einen Riesenbaum ein Netz draufschmeißen? Es sind dieses Jahr doch ganz schön viele Kirschen. Ja, und hier vorne ist alles super angewachsen. Ich freue mich richtig. Ich muss aber wieder mal, glaube ich, genau, Unkraut zupfen kommen hier. Aber die Blumen, die sehen richtig schön aus. Ich habe jetzt diese Kugeln, die wir letztens gekauft haben, 3 Stück hier reingesteckt. Obwohl in den Reihen selber ist nicht so viel Unkraut. Oh, das ist wunderschön.
Ach so, ich muss unbedingt mal hier die Pflanzen auf der Fensterbank gießen. Ja, die sehen sehr gut aus, aber gegossen werden die müssen unbedingt. Ja, und das ist noch von Ostern. Habe ich mit der Vase zusammen rausgestellt. Da sind richtige Wurzeln dran. Ja, ich hoffe, das bleibt jetzt ein paar Tage warm. Dann wird hier auch endlich alles wachsen. So, jetzt mache ich mal die Begehung weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich war jetzt die Tage nicht wirklich im Garten, als das so mieses Wetter war. Ja, Erdbeeren. Blühen sehr schön. Ein paar Stückchen werden wir vielleicht haben. Da sind auch schon Bärchen dran. Erdbeerchen. Ja gut, das wuchert und gedeiht. Der Salat, davon nehme ich auch fast täglich was. Und die Kohlrabis, die sind wunderschön. Wenn nichts dazwischen kommt, wie Hagel oder sowas noch, dann werde ich dieses Jahr wieder schöne Kohlrabis haben. Hier Dill muss ich bald abschneiden und einfrieren. Und da Petersilie und schon wieder Unkraut dazwischen. Ich habe doch vor kurzem es gezupft. Ja, hier der ganze Schnittlauch, da sind noch ein paar Erdbeeren, sogar blühende. Oh Mann, ich habe doch erst vor ein paar Tagen hier Unkraut gezupft und guckt euch das an. Ich muss mal wieder rein und hier das ganze Unkraut wegmachen. Ja, das ist das, ne? Also bei dem Wetter wächst das Gemüse nicht wirklich, dafür aber das Unkraut. Obwohl hier muss ich sagen, sind ein paar doch ganz schön gut angewachsen, was ich letztens eingebuddelt habe. Es wird vielleicht was. Okay, das ist meine Freude. Ne? Das ist wunderschön. Die ganzen Zwiebeln, die weißen. Da die roten und hier der Knoblauch. Zwei Reihen Knoblauch, das ist das Beste. Hier der Spinat, der ist auch gut geworden bis jetzt. Aber eben noch nicht so, dass ich davon ordentlich was pflücken könnte. Und Stangensellerie, also das kränkelt auch gerade. Ich hoffe, es wächst noch richtig. Ich habe ja Waldmeister gekauft und muss jetzt noch gucken, wo ich den einbuddeln kann. Ob Dirk noch so einen Reifen irgendwo hat? Weil das ist natürlich am praktischsten, in solchen Reifen die Kräuter zu setzen. Dann wuchert das nicht so ganz im ganzen Garten oder so. Ne? Ja, so sieht's aus. Ich weiß auch nicht, was heute noch alles passiert. Wir haben ja gerade mal Mittag. Die Waschmaschine läuft schon. Ich habe Geschirrspüler, also das Übliche halt. Ne? Ich werde gleich die Family fragen, was die zum Abendessen wollen. Aber ich nehme mal an, die werden alle das Gleiche sagen, ein Grillzeug rausholen zum Auftauen und dann grillen wir heute wahrscheinlich abends ein paar Würstchen, ein bisschen Fleisch und so. Das ist, denke ich, mal am besten. Mein Mann packt sich gerade da auf der Holzterrasse zu einer Siesta hin, auf so eine Liege. Ist auch gut, hat er verdient. Jeder muss mal sich ausruhen. Und er hat vorhin Raphael hin und her gefahren. Raphael hatte heute wieder Religionsunterricht in der Kirche. Ich sag mal so, ein bisschen Normalität ist endlich zurückgekommen. Ne? Also normaler Alltag. Ab morgen gehen auch alle zur Schule, obwohl Isabel ja die letzte Woche nur noch. Aber Raphael geht ganz normal ab morgen zur Schule und soweit ich weiß, ist sogar die ganze Klasse da. Ah, ich werde hier verfolgt. Geh weg. Eine riesendicke, fette Hummel war hier. Ja. So sieht's aus. Also Maggie Kraut erholt sich, nachdem sie das erste Mal gefressen wurde. Von den Schnecken. Jetzt geht's langsam. Ich hoffe, es wird was. Und ansonsten, ich stürze mich gleich hier auf das Unkraut. Aber ich muss mich erstmal eincremen, fällt mir ein. Letztes Mal hatte ich ja Sonnenbrand gekriegt, ne? Wo ich hier ein bisschen was im Garten gemacht habe. Und dann hatte ich am nächsten Tag richtig Sonnenbrand. So, da arbeitet gerade einer fleißig. Seine Wäsche wurde gewaschen und jetzt hängt sie auf und es ist warm, der stöhnt rum und will sich jetzt entblößen, deswegen gehen wir mal. Ah.
auf die liegen diese Auflagen machen drauf. Und dann kann man sich noch ein bisschen entspannen. Hier wird wieder geschmust, ne, Karlinchen? Du Räuber! Ich dachte, du schaffst das nicht mehr so schlimm, wie du gestern ausgesehen hast. Zack, liegt er wieder. Was willst du? Ja, kuscheln, genau. So, komm, Fräulein, Tee trinken. Ich habe da hinten jetzt schon alles fertig gemacht. Wäsche abgenommen. Und Tee. Und alles her. Ich wollte euch zeigen, wie der Kuchen von innen aussieht. Der ist so saftig geworden, nachdem er ein bisschen durchgezogen ist, jetzt über Nacht und so. Okay, das ist ja jetzt mehr als über Nacht, ne? Ich habe ja vorgestern gemacht. Richtig toll. Und das sind die Muffins, die Isi gebacken hat. Guckt euch die Dinge an. Das sind Bananenmuffins mit Schokotröpfchen drin. Jo, und jetzt trinke ich Tee. So, ihr Lieben. Wir haben gerade schön draußen Teechen getrunken, Kuchen gegessen, ein bisschen gespielt. Wir spielen jetzt mittlerweile alle so ein Farminselspiel. Haben sogar eine eigene Gemeinschaft jetzt gegründet mit Isabel. Ja, und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir heute Abend grillen wollen. Und ich habe ein bisschen Fleisch aufgetaut. Hier so ein Hähnchen-Minutenschnitzel oder sowas. Und das werde ich jetzt marinieren für so ein Stündchen. Und dann wird gegrillt, ne? Also, und ich zeige euch, wie ich das mache. Also, und Fisch, zwei Stückchen Fisch, also Wildlachs, werde ich gleich auch ein bisschen schon mal würzen, weil mir heute auch irgendwie so ein bisschen nach Fisch ist. So, und das ist eine ganz, ganz einfache, easy Sache. Ich nehme jetzt einfach mal Joghurt. Und zwar so 300 Milliliter ungefähr. Da sind ja zwei Becherchen, genau, da sind dann 300 Milliliter. Oder Gramm steht immer drauf. Den, hoppla, kleckere ich erstmal überall hin und gebe, was schaffe, in die Schüssel rein. Dann brauche ich ein bisschen Sojasauce. Ne? Also das ist jetzt, ist mir heute danach. Also ich mache das ja jedes Mal anders, aber ihr Lieben, ihr wolltet ja gucken, also sehen, wie ich Fleisch mariniere. Wenn ich mal sowas mache, ja, ich mache es jedes Mal anders. Manchmal nehme ich Tomatensaft, manchmal nehme ich was anderes. Hier habe ich jetzt noch Sambalöleg oder wie auch immer das heißt und gebe ein bisschen was davon, wenn ich da jetzt reinkommen würde. Ich nehme eine andere Seite. Nicht zu viel, ich will es jetzt nicht zu scharf oder würzig haben. So ein Teelöffelchen, nicht mal den ganzen. Ja, und dann einfach mal Gewürze, die man gerne hat. Ne? Also ich habe jetzt hier Paprikapulver. Genau. Dann Pfeffer, Salz natürlich. Aber bei Salz muss man halt aufpassen, weil Sojasauce ist auch salzig. Ne? Aber ich habe ja ordentlich Fleisch, deswegen passt das schon. Ein bisschen Salz. Dann gebe ich auch mal ein bisschen Knoblauchpulver dazu. Man kann das alles natürlich mit frischen Sachen machen. Ich habe jetzt nicht die Lust dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will wieder raus. Außerdem ist die Waschmaschine fertig, die Wäsche muss aufgehängt werden. Genau, und das Ganze verrühre ich jetzt einfach mal. Das ist dann so eine Pumpe. Erstmal. Und dann lege ich einfach das Fleisch da rein. Und mache mit den Händen alles gut vermischen, damit wirklich auch alles an Fleisch da jetzt die Marinade, die Soße abbekommt. Ja, und das lasse ich jetzt einfach mal stehen, bis die Zeit ist zum Grillen. Also ich finde, das ist eine sehr gute Sache, dass es fett arm. Sowieso Grillen an sich ist ja auch so eine fettreduzierte Geschichte. Aber so eine Marinade ohne großartig Öl oder so, man könnte noch ein bisschen Öl natürlich dazu geben, muss man aber nicht unbedingt. Ja, und jetzt mit dem Fisch, das geht noch einfacher, noch schneller. Bei dem Fisch mache ich das noch einfacher. Einfach mal Salz, wo habe ich denn jetzt mein Salz hier zum Streuen? Salz drauf und Pfeffer. Und dann
ein bisschen Zitronensaft und das ist auch alles. Und das lasse ich dann auch ein bisschen stehen. Ein bisschen Zitronensaft gehört dazu. Dann die andere Seite genauso. Und dann kommt es auf den Grill. Also natürlich nicht direkt auf den Grill, sondern in so eine Schale. Aber es ist super lecker. Und ja. Wir sind immer noch draußen. Es ist jetzt schon kurz nach 7. Ich habe wirklich heute seit um 11 ungefähr die ganze Zeit was nur draußen verbracht. Aber es ist einfach auch noch schön. Hört euch das an. Ignoriert das Auto, das vorbeigefahren ist. Das Vogelgezwitscher ist so herrlich. Und es ist heute so schön warm. Morgen soll es wohl auch so bleiben und übermorgen auch. Ich hoffe sehr, dass der Garten sich ein bisschen von diesen kalten und nassen Wochen erholt. Ja, was passiert jetzt noch? Wir essen gerade noch. Die Kinder haben ihr Essen inhaliert und sind schon weg. Ne, also da sitzt nur noch Schatzi und Katzi, genau. Carlos. Ja, ich werde jetzt noch die Wäsche abnehmen, natürlich den Tisch abräumen, hier die Liegen wegräumen. Hier stehen jetzt schon mittlerweile 3 Stück davon. Ist aber einfach nur so schön. Die Markisen müssen reingefahren werden. Der Geschirrspüler muss angeschmissen werden. Also so einiges. Hey Schäfchen, da kommt noch ein Kater. Na, Süßer? Du riechst das, ne? Dass es hier was zu essen gibt. Ja, mehr passiert heute auch nicht. Auch so, dass ich das Video noch natürlich für euch schneiden werde. Und jo. Ich gucke gerade, ob noch irgendwo was unerledigt ist. Ist aber auch egal, ist schon Abend. Der Kater schmeißt sich da wieder hin. Guckt euch mal, guckt euch den an. Ne? Nochmal? Nö, keine Rolle mehr. Ja, ich wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall allen eine schöne neue Woche. Eine stressfreie neue Woche, nach Möglichkeit natürlich. Bleibt gesund. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren, wer mag, ist kostenlos. Auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Ja, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.